Moin, moin, liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu unserem Let's Play von Hogwarts Legacy. Ja, wir sind noch so ein bisschen auf Erkundungstour mal wieder und ich habe mich nochmal schlau gelesen. Die Schatzgewölbe mit Schachbrettern ist wie zu erwarten. Ja, man muss einfach ein bisschen Schach spielen. Bloß was wir noch nicht wussten ist, dass wir den Verwandlungszauber auch brauchen. Wir haben jetzt hier so einen Kessel gehabt in dem letzten Schatzgewölbe. Na, wo ist er? Oder hier hinten jetzt ein Stuhl ist es geworden. Und den müssen wir quasi mit der Verwandlung... Ja, hier mit dem. Glaube ich zumindest. Was haben wir denn noch? Oder hier, Transformation, genau. Der war es. So, dann haben wir jetzt hier einen Reiter. Und den müssen wir dann wiederum so platzieren, dass der König geschlagen wird. So, die Frage, wer ist der König? Der mit dem Schwert wahrscheinlich. Das ist die Frage, wo wir den hinstellen. Ich weiß nicht, das scheint ein Turm zu sein hier. Dann wäre das der König. So, den müssten wir dann ja irgendwie so platzieren. Oh. Dann ist er schon wieder zurückverwandelt. Ah ja, guck mal. Ja. Ja, hier hätte er stehen müssen, dann 1, 2 und dann hat er den König vernichtet. Ein Byzantinenbarett. Also so kann man dann auch die Schatzgewölbe abschließen mit Schachbrettern. Auch ganz interessant. Dann können wir uns dann die anderen vielleicht auch nochmal angucken. Müssen wir mal schauen. So, wir machen hier erstmal weiter. Noch einiges auf dem Zettel. Hier vorne gibt es sogar noch eine Nebenmission. Der Weg ist frei und wir schauen uns um. Mal gucken, was hier so los ist. Ach, guck mal, direkt nochmal ein Schachrätsel. So, was haben wir da? Wieder ein Pferd. Eins, zwei, achso. Ja, okay. Da müsste er hin. Eine Reihe weiter nach vorne. Sieht man manchmal nicht so gut, finde ich. So, und dann hätten wir auch hier schon mal wieder das Schatzgewölbe geplündert. Ja, das mit dem Verwandlungszauber, das hat uns gefehlt, dass wir hier Schach spielen müssen, das haben wir uns schon gedacht. Aber so richtig geklappt hat es ja vorher auch noch nicht. Ich weiß, was das bedeutet. Eine Prüfung Merlins. Ganz richtig. Ja, dann plündern wir hier so ein bisschen die Stadt nochmal leer. Alohomora. Schauen uns nach dem Nebenauftrag gleich um. Und können hier auch nochmal Gegenstände dann verkaufen. Es macht immer Sinn, wenn man sowieso so ein kleines Dorf geplündert hat. Dann hat man ja auch einige Ausrüstungsgegenstände schon wieder im Inventar. Hier gibt es doch bestimmt auch wieder irgendwo einen Demigeist. Noch haben wir, glaube ich, nachts eine ruinierte Treppe.
So, was haben wir hier bekommen? Feuerschalen sollen wir anzünden. Da wäre eine. Da hinten ist eine. Alohomora. Hier sind fast 4 Schatztruhen drin. Drin oder draußen. Das sieht man ja manchmal nicht so gut. Rebellion. Ja, sehr schön. Guck mal, da kommen wir gar nicht ran. Ah, jetzt. Rot kariertes Gewand. Ich glaube, das hatten wir sogar noch gar nicht. Ich mich jetzt nicht daran erinnern, dass wir das schon mal gefunden haben. So, und da ist noch eine. Seht ihr, die ist auch draußen vor dem Haus. Mit einem Mega-Power-Trank. Rebellion. Lichter. Ja, nur ein kleiner Geldbeutel mit 2 Münzen. Lohnt sich ja fast gar nicht. Da hinten ist auch noch was. Ah ja, okay, da haben wir auch die Flohflamme für die Schnellreise. Rebellion. Genau, den Lord der Küste müssen wir auch noch finden. Ja, machen wir erst hier oben. Das Häuschen. Alohomora. Eine Muschelhonigbraun für unseren Zauberstab. Ja, kannst ruhig runterspringen. Das macht nichts. Ich glaube, unser Inventar ist jetzt auch bald schon wieder voll. Rebellion. Ja, hier sind fast alle Häuser verschlossen. Spitzenbesetzter Hexerhut. Kommt auch wieder weg. Und was haben wir hier? Holm, blau, grün und braun. Ah, guck mal, hier haben wir noch mal eine. Die müssen wir aber als letztes anzünden. Okay, da müssen wir ein bisschen laufen. Der braucht dann sowieso ein bisschen, bis er runterbrennt. Dann können wir den anzünden. Und den. Merlins Prüfungen kriegen mich nicht klein. Ganz recht. Dann hätten wir das auch erledigt. Ja, hübsch. Schön so neben dem Haus. Rebellion. So, und hier vorne gibt es sogar noch eine Handbuchseite. Riesiger, schattiger Baum. Dieser prächtige Baum hat schon unzähligen Bautruckels, Feen und Gerüchten zufolge sogar einem oder zwei Augurei ein Zuhause geboten. Viele genießen ihn einfach nur wegen seines Schattens. Ja, macht durchaus Sinn. So, dann hätten wir hier nochmal so ein Säckchen, das wir plündern können. Oh, hi. Und dann haben wir, glaube ich, erstmal alles.
Ich würde sagen, wir verkaufen die Sachen und widmen uns dann der einen Nebenmission, die hier im Dorf Verzeihung, ist. Verzeihung, Madame... Navarro. Bella Navarro. Kann ich Ihnen helfen? Was verkaufen Sie denn, Madame Navarro? Vor allem Zaubertrankzutaten. Mit den unscheinbarsten Dingen kann man stattliche Gewinne erzielen. Sie haben in Hogwarts etwas über Zaubertränke gelernt? Bei Professor Sharp, ja. Dann sollten Sie mein Inventar zu schätzen wissen. Ja, dann schauen wir uns die Waren mal an. Was verkaufen Sie hier? Mal sehen, wie ich dir helfen kann. Ja, nichts, was wir irgendwie brauchen. Hier kann auf jeden Fall das meiste weg. Das nehme ich doch gerne an. Vielleicht kommen wir ja sogar nochmal auf 50.000 während des Let's Plays. Wer braucht schon Gold? Ja, die vier Gegenstände müssen wir dann bei Zeit nochmal identifizieren. Danke für deinen netten Besuch. Kein Problem. Und dann holen wir uns hier oben die Nebenmission. Diesen Dieben, die hier ihr Unwesen treiben, muss Einhalt geboten werden. Diebe? Alles in Ordnung, Madame... Olivier, Madame Olivier und nein, nichts ist in Ordnung. Diese Erschwinderinnen haben das nahegelegene Schloss Clagmar heimgesucht. Und sie stören nicht nur unseren Frieden, sondern auch den Handel. Es sah so aus, als würden sie sich endlich davonschleichen, bis Sylvanus Selwyn auftauchte. Sylvanus Selwyn? Er ist die Oberratte. Wenn jemand Selwyn ausschalten würde, würde sich der Rest der Erschwinderinnen auflösen. Aber Selwyn ist ein erfahrener Zauberer. Ich kann mich nicht selbst um ihn kümmern, auch wenn ich es gern täte. Ich weiß nicht weiter. Wer ist denn Sylvanus Selwyn? Sylvanus Selwyn? Ich dachte, Victor Rookwood führt die Erschwinderinnen an. Selwyn ist einer von Rookwoods Leutnants. Nicht ganz so furchteinflößend wie Theophilus Harlow, aber dennoch gefährlich. Und wo ist das Schloss? Wo liegt Schloss Clagmar? Das Schloss Clagmar liegt an der Südküste, südwestlich von hier. Was tun Sie denn so Schreckliches? Was ist so gefährlich an den Erschwinderinnen? Sie sind keine typischen Diebe und Erpresser. Nicht, dass typische Diebe und Erpresser nette Gesellschaft wären. Sie wollten die arme Bella Navarro nicht in Ruhe lassen. Sie hatte ihnen alles gegeben, aber sie bedrohten sie trotzdem weiter. Sie wollte zu ihrer Familie nach Italien zurück, verlor fast ihre Existenzgrundlage. Sie sind grausam. Vielleicht kann ich ja helfen. Ich könnte mich um Selwyn kümmern. Oh nein, ein Schüler kann es doch nicht mit Selwyn aufnehmen. Aber ich setze ein schönes Kopfgeld auf ihn aus. Sagen Sie es gerne weiter. Ich will nur, dass in Crackcroft wieder Normalität einkehrt. Ich bin es leid, unter Selwyn und seinen Kumpanen zu leben. Ja, sieht schon, so weit weg ist das gar nicht. Hier vorne... Selwyn muss ausgeschaltet werden. Hier vorne haben wir irgendwie noch ein Gewölbe. Ah ja. Da gehen wir mal rein und dann plündern wir auch nochmal die Schatztruhe unten. Haben wir jetzt wieder ein leeres Inventar. Oh, wo ist er? Da. Revelio. Okay, hier ist auch nichts mehr. Revelio. Ach, guck mal, da hinten. Weitere Prüfungen von Merlin. Hier oben ist noch eine Landeplattform. Da fehlen uns sogar noch 7 Stück.
Ja, was wollt ihr denn? Und mal versuchen, ob wir die verwandeln können. Was Sache? Ja, geil. Auch super mächtig. Hallo, Homura. Ist natürlich super, wenn so ein verwandelter Gegner sich in ein Explosivfass verwandelt. Die machen immer richtig viel Schaden. Hier hinten in der Ecke. Bisschen versteckt. Noch eine dunkle Schiebermütze. Haben wir doch eben schon gefunden. Naja. Kommt alles wieder weg. Okay, der ist schon mal erledigt. Dort oben sind noch zwei Gegner. Mal gucken, wer da sich rumtreibt. Wunderbar. Das hat schon mal gut geklappt. Okay, fangen wir hier an. So, irgendwo muss noch eins sein. Da vorne. Das hätten wir auch erledigt. Rebellion. Okay, ich glaube, da vorne ist noch ein berüchtigter Gegner oder so. Da müssen wir auch hin. Das Schloss von Sylvanus Selwyn und seinen Dieben sein. Wenn ich ihn erwische, sollte der Rest der Gruppe kein Problem mehr sein. Du bist so... Nein, jemand, meine Lektion zu erteilen! Hä? Nein! Yoso! Und tschüss. So, den brauchen wir. Deswegen mussten wir die so oder so ausschalten, damit wir da rankommen. Und dann brauchen wir gleich noch Levioso. Dann können wir auch hier wieder rein. Achso. Ja. Da wird die karierten Handschuhe. Auch die fallen dem Verkauf zum Opfer. Oh, guck mal, da müssen wir nur wieder ein paar Gegenstände zerstören.
Ich erkenne eine Prüfung Merlins, wenn ich sie sehe. Ein paar Zielübungen. Das war schon. Rebellion. Was hatte ich da hinten gesehen? Noch eine Landeplattform. Ah ja, da ist sie. Die nehmen wir natürlich auch noch mit. Oh, hier vorne gibt es noch eine Nebenmission. Das machen wir dann aber alles in der nächsten Folge, liebe Leute. Würde mich freuen, wenn ihr dann wieder einschaltet. Lasst gerne ein Like oder Kommentar da, wenn euch die Folge gefallen hat. Da würde ich mich auch sehr drüber freuen. Bis zum nächsten Mal.